Knapp 100 Meter hoch und 50 Tonnen schwer sind die Windräder auf einem Acker im Elbe-Elster-Kreis in Brandenburg. Doch plötzlich knickt eins um und alles liegt verstreut auf dem Acker. Die Experten stehen vor einem Rätsel. Es knickte um wie ein Strohhalm. Das tonnenschwere Windrad, das einmal über 100 Meter in die Höhe ragte, liegt auf dem Boden. Der einst kreisrunde Mast ist eingedrückt. Die Maschinengondel am Ende völlig zertrümmert. Zur Unglücksstelle auf einem Feld bei Coesdorf kommen Anwohner, die mit Erstaunen auf die riesigen verbogenen Rotorblätter blicken. Es ist sehr beängstigend, muss man sagen, wenn das einfach so umfällt. Da hängt ja irgendwo das Leib und Leben daneben, wenn man jetzt da vorbeikommen würde. Es ist nicht gerade schön, dass sowas passiert. Und so lange stehen sie noch nicht. Noch immer ist unklar, warum das Windrad im südlichen Brandenburg einfach umfiel. Nach 15 Jahren gilt so ein Bauwerk eigentlich als sicher. Fremdverschulden wird bislang ausgeschlossen. Umso rätselhafter ist das Geschehen. Auch beim Bundesverband Windenergie hat man keine Erklärung. Deutschland ist Vorreiter in Fragen Technologie und auch Vorreiter in Sachen Sicherheit. In Deutschland werden Anlagen sowohl im Vorfeld bei der Konzeption geprüft und durchgerechnet, in Abhängigkeit von der Anlage und dem Standort. Und Anlagen werden im Betrieb regelmäßig überprüft, vom Hersteller zweimal im Jahr und alle 2 bis 4 Jahre von einem unabhängigen Sachverständigen. In Deutschland drehen sich rund 24.000 Windräder. Zwischenfälle sind bislang selten. Hat dieses Mal der Stahl seine Festigkeit verloren oder haben sich Bolzen allmählich gelockert? Solange das nicht geklärt ist, bleiben vorsichtshalber die benachbarten Anlagen abgeschaltet. Die Gutachter werden jetzt ihre Arbeit aufnehmen und die Anlage anschauen, schauen, warum der Turm, an welchen Stellen er vielleicht defekt war oder wo die Probleme aufgetreten sind. Und diesen Abschlussbericht werden wir erstmal einmal abwarten müssen. Der Zwischenfall bestärkt die Windkraftgegner in ihrem Kampf gegen den Bau immer neuer Anlagen. Erst kürzlich forderten sie vor dem Landtag in Potsdam, der Sicherheitsabstand zu Wohngebieten soll verdoppelt werden. Doch das lehnt die Landesregierung bislang ab. Daran wird auch das umgestürzte Windrad voraussichtlich nichts ändern.